Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserem Unboxing einer Kamigawa Neon Dynasty Collector Booster Box. Pow! Mein Name ist Yves und ich mache das hier zusammen mit meinem Mann. Patrick! Und ja, mal schauen, dieses Set ist eines meiner persönlichen Lieblingssets. Darum werdet ihr das jetzt sehen, wie wir das hier öffnen und hoffen, dass wir vielleicht einen pinken Hidetsu drin haben. Könnte ja sein. Wir sind gespannt. Mal schauen, ob uns das Glück heute hold ist. Ich finde das Set generell super toll. Aber ja, mal schauen. Wir haben schon lange keine Kamikawas mehr geöffnet, ne? Schon lange her. Das ist schon lange her. Die sind auch ein bisschen schwieriger jetzt zu bekommen mittlerweile. Habt ihr bestimmt gesehen mit den Preisen und so, aber ja, ab und zu kann man sich mal wieder mal was gönnen. Ne? Also fangen wir mal an. Das ist bisschen aus dem Bild hier. Okay. Erste Packung auf den Nagel gleich kaputt. Na toll. Warum Probleme? So, was haben wir hier? Die wunderschönen Länder. Einfach immer noch, meiner Meinung nach, welche von den schönsten Ländern. Die Full Arts. Ah, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. Das ist ja immer so zwischen völlig nicht gut und Wahnsinn, ne? Also wenn du halt irgendwelche wirklich guten Karten drin hast. Nicht so, ja, okay, der ist okay. Der nicht so. Aber gut, ja, auch nicht so. Oh, wir haben. Ah, Kaito. Na, immerhin. Ist eine nice Karte. Ist auch, hat auch ein bisschen was an Wert. Also ist es nicht die schlechteste Karte, aber ja, weißt du, es hat nicht so. So, die Länder sind halt hier, ne? Die Länder. Hier habe ich ganz ein gutes Gefühl. Hast du ganz ein gutes Ich habe Gefühl? ein Ich gutes hoffe, Gefühl. du Ein behältst richtig recht gutes hier. Gefühl. Genau. Die schon wieder? Haben wir Ja, die nicht vorhin schon? hat man schon. Gleiches Land. Gleiches Land, Ist nicht oder? das gleiche Nee, Land. Nee, Zeichen. guck. Das ist das Ah, sehr andere. schön. Okay, Die aber sind blau. einfach, die sind so wunderschön. Die Länder sind einfach so wunderschön. Ich könnte eigentlich hier, damit wir nachher noch wissen, hier die Mythics und die, ne? Sollten wir das vielleicht. Das sind die Rares. Das ist nicht die besten Rares, die wir hier haben. Aber okay. So. Okay. 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 Na. Das ist wieder, ne? Bis jetzt. Ja, aber wir verschreien noch nichts, ne? Ein Mac-Titan-Core. Ja, das ist jetzt. Ihr seht, die Hits, die verstecken sich noch ein bisschen. Ja. Gerade mal bewegt. So. Mein Assistent hier macht seinen Jo. Job gut, ne? So, ich darf die schöne Arbeit machen und er räumt hinter mir Richtig. auf. Das ist toll, ne? Das ist halt auch schön. Ja, sehr schön. Sehr Der schönes mag die Land. Länder einfach so sehr. Absolut. Die ist auch. Ja, das ist Anfang. Ja. Ja. Ne? Oh ja, das Okay. ist schon mal. Das geht schon mal Richtige in die richtige Richtung. Richtung. Dann. Die ist einfach toll. Schön. Die ist richtig schön. Schönes.
Schöne Karte. Ah, die gebe ich dir gleich so wieder. Das ist ja nichts, was man hier... Vielleicht mache ich die nicht so, damit man hier die schönen Sachen sieht. Ja, und wenn du das jetzt gerade hier guckst und du bist auch ein Fan von der Kamigawa-Reihe, also von Neon Dynasty, oder auch nicht, schreib es doch gerne in die Kommentare. Das würde uns sehr freuen. Guck mal, eine Colossal Sky Turtle. Yes. Nice. Lustig. Ist eine lustige Karte. Ist eine lustige Karte, ja. Oh, guck. Ah. Einfach die Länder. Einfach die Länder, die Highlights. Richtig. Die Karten sind dann einfach wirklich... Oh, yes. Nice. Bitteschön. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Definitiv mit, ja. Der March of Otherworldly Light ist auch keine schlechte Karte. Jetzt nicht Top-Hit, aber... Sehr schön. Schau, die ist einfach so schön. Ne? Ist richtig toll. Seb McKinnon hat hier einfach wirklich... wunderschöne Arbeit geleistet auch. Karte. Toller Typ, Seb McKinnon übrigens. Ja, stimmt, ja. Richtig cool. Den haben wir auf einer Convention getroffen, gerade dieses Jahr. Und Patrick hat ganz, ganz viele Karten unterschreiben lassen. Hast du gleich eine da? Ja, zeig sie mal. Guck mal. Schön, oder? Richtig cooler Typ, wenn ihr ihn irgendwo seht. Wirklich. Ganz cooler Typ, sehr freundlich und nimmt sich immer Zeit. Ist Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Hat keine Star-Allüren. Keine Zeichner-Star-Allüren. Überhaupt nicht. Richtig cooler Typ. Guck mal, das Pack will nicht aufgehen. Da ist bestimmt. Da ist was drin. Da wehrt sich was. Da wehrt sich was. Da ist was drin. Das muss so sein. So, guck mal, was wir hier haben. Ich bin halt immer wieder gehypt, wenn ich Kamigawas aufmachen darf. Das ist halt einfach. Wieder blau. Wieder blau. Oh, die Spannung. Grüßbang. Die Spannung. Oh. Jo, okay. Ja. Du hast wieder nur Hidetsuko gelesen. Ja, nee, es ist aber auch nicht. Das ist nicht die schlechteste Karte, so wenn man sich den Wert anschaut und so. Die ist einfach schön, ne? Das Lila. Das Lila. Die Frau guckt wieder auf die Farbe der Karte, ne? Wie ist das? Also, ja. Ist halt so. Was haben wir hier? Oh, man, bald. Nashi. Ja, sehr cool. Sie ist zwar nichts wert, also nichts wert. nicht ein Bruder, aber. Darf man nicht so. Nee, man, also so ich meine nicht, Nashi ist nichts wert. Ich meine, na, ihr wisst schon. Das ist ein nices Artwork. Und. Ja gut, ich habe noch keinen Boseyu gesehen. Ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ich würde gerne einen Boseyu haben. Ich würde gerne den pinken Hidetsuko haben. Wer nicht, ne? Der uns noch fehlt. Machen wir da mal ein bisschen schneller hier. Damit sich das sehr schön. Sumpf gefällt. So, ein Mindlink Mac. Ach komm, ne? Das liebe ich ja. So. Gehört dazu. Und? Tameshi, ja. Hau mich nicht vom Hocker. Nee. Hau mich ist nicht aber, vom ist aber eine schöne Karte. Also muss man sagen, schöne ist Karte. Schön. Artwork gefällt mir wieder sehr hier. So, was haben wir hier?
auch sehr schön. So, Invoke Despair. Natürlich kriege ich ganz oft in die Fresse in Magic Arena. Chihiro! Guck mal, mein aus dem Commander Deck auch. Oh, sehr schön. Der ist schön, ja, der gefällt mir. Das Artwork auch gut. Ist sehr cool. Sehr, sehr schön, ja. Okay. Noch 4 to go. Die sind aber auch immer so. Die haben die schon gut zugemacht, ne? Die haben die echt gut zugemacht. So. Na, ups. Oh, aha. Kairi. Immer wieder schön. Ist auch eine nice Karte zum Spielen, ne? Kyudai. Das ist ein Rare, ne? Ja. Das war's. Das war's ne? Schon wieder. So, next. Ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Boxen wir hier gerippt haben für den. Also ich glaube, es wäre günstiger gewesen, Pinken Hidetsuko einfach so zu kaufen. Definitiv. Aber. Um das geht. Ich finde die Karte so cool. Dieses Land finde ich so cool. Ja, die ist auch schön. Richtig cool. Ja, das ist gerade die jeder gerne hat. Guru, guru. Guru, guru. Oh, die gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Mit dem Regen, der so foliert ist. So. Kommen. Ein Junji. Sehr cool. Nice Karte. Ja. Oh. Und gleich nochmal. Sehr, sehr cool. Der sehr, ist ja. Sehr cool. Ach, das. Der ist wirklich schön. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare rein, was euch besser gefällt. Wenn eine Karte voll ist oder nicht. Das nimmt mich immer Wunder. Ja, da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen absolut voll to go. Die anderen sagen, nee, lieber die nicht shiny Karten. So, jetzt aber ein Buseo wäre schon noch schön. Also, oh. Da, cool. Wir alle kennen die Mono-Rot-Spieler. Mono-Reds Unite. Erstmal rein. Bam! Patrick ist ja so Mono-Rot-Fan. Ne? So. Ich mag Mono-Rot. Du bist, ja, halt immer, du bist halt immer zu langsam gegen ihn. Das ist halt, ja. Naja. 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 Och, das ist schon wieder. Seht ihr, wie oft hier die Karte doppelt ist in dieser Box? Tja, das war's. Das war bestimmt nicht die beste Box. Wir haben aber hier meine Highlights sind eigentlich die 3. Tesseret ist natürlich cool. Junji natürlich. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da. Abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.